Ein riesiges, riesiges altes Gebäude, was ihr im Hintergrund auch schon so ein bisschen sehen könnt. Hey, guckt euch an, diese Halle ist einfach endlos. Da ist ein kleiner Kontrollraum, da ist ein Kontrollraum. 1998. Muss ja irgendwas mit Stromerzeugung zu tun gehabt haben. Schaltraum Tschernobyl. Ehrlich jetzt. Alter! Moment, Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Ich bin unterwegs mit Paul, Fritz und Bommel und zusammen werden wir uns heute ein altes, verlassenes Kraftwerk anschauen. Schon Ewigkeiten leerstehend, seit 1998 ungefähr um den Dreh müsste es gewesen sein. Ein riesiges, riesiges altes Gebäude, was ihr im Hintergrund auch schon so ein bisschen sehen könnt. Und ja, das Ganze werden wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. Also viel Spaß mit dem Video. In dieser riesigen Haupthalle hier. Ist alles ein bisschen schwierig, überhaupt auf Kamera zu kriegen. Da oben, da ist noch so eine Art Kontrollraum. Und es soll hier auch noch so einen Kontrollraum geben, wo so ein Tisch in der Mitte ist mit ganz vielen Schaltern und Blinklichtern und Schalttafeln und so weiter und so fort. Ich bin mal gespannt, ob wir den noch finden. Da ist ein kleiner Kontrollraum, da ist ein Kontrollraum. Und dann gibt es irgendwo noch diesen riesigen Kontrollraum. Fenster zum Durchgucken und links und rechts sind auch noch mehr Fenster, dass du hier reingucken kannst. Vielleicht mal irgendwie was verbrannt worden. Bei solchen Sachen auf jeden Fall immer gut hingucken, wo man hintritt. Guck mal, hier ist auf jeden Fall plötzlich so ein ganz anderer Boden. Da hinten ist so ein Sessel aufgestellt. Ich denke mal, hier wurde mal ein Fotoshooting gemacht oder so. Und hier kann man nochmal die Ausmaße von diesem riesigen Ding hier erkennen. Überall Stahl und Rost. Alles knackt so ein bisschen draußen. Es ist windig. Es regnet leicht. Optimale Stimmung hier wieder. Ein bisschen unheimlich. Vor allen Dingen frage ich mich auch, was das mal gewesen ist hier. Hier ist so ein Zaun rundherum um diesen Platz. Der Boden. Ganz komische Angelegenheit. Da oben ist auch noch so eine riesige Laufkatze. Also dieses ganze Gestell konnte quasi hier durch die ganze Halle gefahren werden mit diesem Führerhäuschen unten dran. Und vermutlich hing da irgendwo, da war so ein alter Kran. Da sieht man es auf jeden Fall so ein bisschen. Hier sind noch so Einkerbungen, Mulden in den Steinen. Also vermutlich waren da mal irgendwie irgendwelche Kessel oder so drauf. Vielleicht Öfen, man weiß es nicht. Ihr kennt mich, ich muss mal wieder einen kleinen Vergleich aufstellen. Das erinnert mich alles hier so ein bisschen an das Sanctuary aus The Walking Dead. Puh. So, jetzt sieht man die Dimension von dieser riesigen Halle noch ein bisschen besser. Leute, ist das krass. Eine riesige Halle. Diese Laufkatze, da sieht man den Kran noch ein bisschen besser. Da vorne so ein Kontrollkästchen. Hier steht Stopp, warum auch immer hier Stopp steht. Da hinten steht nochmal so eine Art Spule oder sowas. Sieht aus wie so eine riesige Zündkerze. Vielleicht kann es ja jemand in die Kommentare schreiben, wofür das hier mal gewesen ist. Es muss ja irgendwas mit Stromerzeugung zu tun gehabt haben. Ein Isolator soll das sein, habe ich gerade gesagt gekriegt. Ja, aus diesem Porzellan kennt man ja eigentlich auch. Zumindest optisch hat das, denke ich, jeder schon mal gesehen. Hey, guckt euch an, diese Halle ist einfach endlos. Da hinten ist nochmal so ein Kontrollhäuschen. Apfeltraum 3D-Mark, Leute. Quitte, Sanddornsaft.
Ist alles noch in D-Mark-Preisen ausgeschrieben hier. Und hier haben wir sogar noch einen alten Kalender. Von April 1998. Der letzte Kalender, der hier aufgehangen wurde. Paul. Ja. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Knopf. Ich würde ihn dir gern zeigen. Zeig ihn mir bitte. Alter, weißt du, was du damit jetzt gemacht hast? Nee. Das ist tatsächlich hier der Knopf für die Notauslösung. Was auch immer man dafür damit gemacht hat. Der sieht auf jeden Fall böse aus. Wer sind Sie? Ich habe heute meinen dritten Tag. Ich frage mich nur, wo sind hier die Toiletten? Die Toiletten? Die Toiletten. Die Toiletten. Das ist auf jeden Fall ganz interessant, weil jeder Bereich hier, M7, M8, M9 und so weiter, hat so einen eigenen Notauslösungsknopf. Ich denke mal, das ist dann, wenn irgendwas schief läuft. Ja. Aber Notauslösung, das heißt ja eigentlich, dass man damit etwas auslöst, zur Not. Löschen? Du meinst, dass dann in einer Maschine eventuell die Maschine geflutet wird oder wie auch immer. Ja. Da gibt es so verschiedene Stoffe, ich habe damit keine Ahnung, was mir mal erzählt, dass wenn da irgendwas schief läuft, ne, drücken die irgendwie einen Knopf und dann strömt da zum Beispiel irgendein Gas rein, was das halt sofort löscht oder wie auch immer. Ich habe keine Ahnung. Hier sitzt noch richtig so ein altes Uhrwerk hinter. Ja, das ist sowieso krass. Ja, das ist alles so. Ich habe mir gerade hier gedacht, an den Wänden, dass du dich in so einer alten russischen Kaserne befindest. Ne? Das wurde ja Anfang der 1990er Jahre geschlossen. Ja. Und jetzt ist das hier immer noch eigentlich so wie damals. Also im Endeffekt saßen dann hier wahrscheinlich einige Leute und haben das ganze System oder einen Teil von dem System, wir haben ja mehrere Schalträume, hier von hier kontrolliert und überwacht. Euch das mal an. Komplette Decke runtergekommen. Da hängt noch ein Waschbecken. Die Pflanzen wachsen rein. Und da steht auch noch so ein alter verrotteter Stuhl, wo der Sitz schon durchgebrochen ist. Wahnsinn. Dass auf der einen Seite trotzdem noch irgendwie von dieser Technik so viel in Schuss ist und einfach so da rumsteht. Ja, die Schalter und Knöpfe und so. Und auf der anderen Seite diese Büros komplett zerfallen. Das werden auf jeden Fall alles Büroräume hier oben gewesen sein, nehme ich mal an. Und ich finde, auch da sieht man wieder richtig, wie alt das alles ist, wenn man sich die Türen und so anguckt. Den Boden, die Wände, ja, riesig hohe Decken, richtig Altbau. Hat irgendwie an einigen Ecken, wie ich gerade schon gesagt habe, schon fast was von diesen Kasernen, den alten. Und hier stehen tatsächlich zum Teil sogar noch Tische drin. Das ist ja verrückt. Hier stehen sogar noch Sachen auf der Tafel. Geht's mal nach unten? Schon gefunden? Oh yes, okay. Na Leute, jetzt geht's in den großen Kontrollraum. Ich hoffe, ihr seht das so ein bisschen. Der ganze komplette Gang ist hier voll damit. Beziehungsweise drei Gänge komplett. Alter, voll mit irgendwelchen Schaltkästen und so was. Hier sind überall Sicherungen dran gewesen. Ist natürlich alles rausgerissen. Hast du schon reingeguckt? Nein, ich habe noch nicht reingeguckt. Freut's dich saftig? Mhm. Sieht immer noch sehr fein aus. Womit würdest du das vergleichen? Boah, Tschernobyl, die Serie. Alter. Schaltraum Tschernobyl. Ehrlich jetzt. Rein mit dir. Schluss. Okay, Leute, ich habe tatsächlich noch keinen Blick reingeworfen. Es wird spannend. Wirf ihn jetzt. Die Frage: Die Kamera zuerst oder ich? Du zuerst und dann drehen. Und dann drehen? Mhm. Okay. Dass du wirklich nochmal wirklich wow sagst. Okay. Alter! Wow. Das macht es jetzt leicht unglaubwürdig. Leute, ich drehe die Kamera einfach um. Es ist übelst krass. Ein riesiger Raum, komplett in der Runde, mit Schalltafeln, irgendwelchen Anzeigen, Knöpfen und so. Bommel telefoniert gerade mit der Leitung. Das ist der Wahnsinn. Nee, jetzt mal im Ernst. Also sowas habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Sag ich das jedes Video? Habe ich zu viel versprochen und ja, du sagst es jedes Mal.
Hier ist nochmal so ein Schaltkasten. Der war mal mit so einem Schloss separat abgeschlossen. Guck mal, was hier steht. Schornsteinbeleuchtung. 1, 2, 3, 4 Schornsteine gab es und damit konntest du die Beleuchtung halt steuern. Eine riesige Schaltzentrale, von wo vermutlich das komplette Kraftwerk hier gesteuert wurde und überwacht wurde. Alter, was zum Teufel? Ich denke irgendwie, dass hier irgendwas hoch und runter fuhr. Da fuhr nichts hoch und runter. Das sind die Kabel. Aber warum ist hier eine Kette? Das weiß ich nicht. Weil du hier ein Rad hast, da kannst du dran drehen. Vielleicht weiß es ja so zufällig jemand von euch, was man hiermit steuern konnte. Ach, guck mal, hier steht was. Da ist so eine Pfeil auf der Rückseite und hier steht Spannung höher und tiefer. Hier war auch so eine Platte drauf und das sind diese ganzen Verkabelungen von den Schaltern. Ja, das ist brutal. Ist das krass? Alter! Ja. Und jetzt wohnt da unten der Marder. Noch der, der das alles hier kontrolliert hat. Das war der, der als allerletztes hier noch die ganzen Sachen geprüft hat. Der war am Ende nur noch alleine. Der stand am Ende selbst nur was? Man nannte ihn den Kabelbaummann. Der bestand selbst nur noch aus Kabeln. Der wurde zusammengehalten mit Kabeln. Der war so hager, dass der durch jeden Kabelschacht durchgepasst hat. Das munkelt man sich hier. Und jetzt kraxt er noch da unten rum. Er krabbelt. Und versucht die Kabelverbindung wieder zu reparieren. Richtig, aber er scheitert stets. Weil ihm Werkzeuge fehlen und Personal. Und er ist so, so ruppig und böse inzwischen. Okay, Leute, wir verlassen den riesigen Hauptraum hier, diese Schaltzentrale, und schauen mal, ob es noch was Interessantes zu finden gibt. Ey, Leute, guckt euch das mal an. Keine Ahnung, was das hier ist. Hier gehen überall wieder diese Isolatoren ab, riesige Kabel. Ich weiß gar nicht. Ich denke mal, hier konntest du zu Betriebszeiten ohne vernünftige Schutzausrüstung nicht mal reingehen. Oder? Auf jeden Fall ultra beeindruckend. Hier ist so eine Wand vor, da kannst du nicht viel sehen. Auch ein relativ großer Raum hier mit diesen ganzen Kabeln in der Runde. So Leute, in dem Sinne würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Video. Schaut gern bei den anderen vorbei, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da. Alles haben wir bestimmt nicht gesehen, aber das ist bei so einem riesigen Gebäude wie hier auch echt schwierig. Aber ein paar interessante Sachen, beziehungsweise die interessantesten Sachen, haben wir auf jeden Fall gesehen. Für mich das Highlight, dieser riesige Kontrollraum da. Euer Highlight könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. Und in dem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein! Don't get left behind on the road. But don't get left behind on the road.